Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Wir spielen heute die Weekend League. Letzte Woche haben wir 12-3 geholt. Diese Woche Ziel 13 Wins mindestens. Es waren auch 14 drin. Bin mal gespannt. Lasst gerne ein Like da lassen, aber checkt auch gerne die anderen Videos ab. Ich glaube, Montag kommt, glaube ich, Back to Glory und Road to Glory Account. Die Highlights, die Rewards, bla bla. Lasst auf jeden Fall ein Like da lassen, ein Abo da und viel Spaß mit dem Video. Und das ist mein Team! Boom, Junge! Wir haben Edwin van der Sar, Frimpong, Van Dijk, Thuram, Theo Hernandez, hat sich nichts geändert. Abwehr ist geisteskrank. Hansen, Zidane hat sich auch eingespielt. Ja, Touré haben wir letzte Woche bei den Rebounds gezogen als Hero. Sehr, sehr geil. Links haben wir gerade Swanson, will ich aber eigentlich nicht spielen, den werden wir gleich austauschen. Ich habe auch noch Puteas, weil. Wir haben Cruyff gezogen in irgendeinem Pack für 4 Tage Leihe, den werden wir auf 10 testen, sag ich mal, wie der ist. Und ich habe mir Pelé gekauft gestern. Pelé gekauft für 6,3 Millionen. Bis jetzt mein erster so High-High-High-Spieler, so abgesehen von Mbappé, den ich dieses Jahr habe, so. Ich hatte keinen Hullet, keinen Pelé, Mia Hamm, R9, bla bla, so. Das ist der einzige richtige teure Spieler von mir. Ich bin mal gespannt, wie der ist. Werde ich auch Feedback geben. Ich weiß noch nicht, welche Formation ich spielen werde, ich weiß noch nicht, welche Taktiken. Muss erstmal jetzt gucken, wen ich mir im LM hole. Wie viel Geld ich übrig habe. Yes, Virgil! Oh, hat sogar mit so einem Gena, sagt er. Boah, Zidane mit Elon Shot. Ja. Okay. Immer bounce back, ja, oh mein Gott. Ja. Lol. Schön. Hä? Bruder, warum foult er ihn nicht? Oh mein Gott, Digga. Das ist so krank. Das ist so krank, ich schwöre schon. Ach Gott, Digga. Bitte stehen dann. Das war's. Jetzt schreiben wieder welche. Was machst du? Geisteskrank, Chat. Digga, dass ich das verliere, ne? Alter Schwede. Okay, wir haben wieder das gleiche wie die letzten Wochen. Passt. Obwohl wir wieder komplett reingekackt haben, haben wir trotzdem wieder das gleiche wie letzte Woche. Ich check's nicht, ne? Also schade, dass es keinen Rang bei 12 gibt, ne? Also zwischen 11 und 12 ist noch mal so ein... So wie damals das Spiel um Elite. 20x82 Plus Spieler, 10x83 Plus Spieler, 2x87 Plus Spieler, 3er Info Pack und noch ein 3er Info Pack und das Hero Pack. Das Hero Pack, ich freue mich auf das. Erstmal Teambewertung. So, kommen wir zur Teambewertung. Edwin van der Sar, das wurde ja auch ein bisschen gepatcht mit Torhütern oder irgendwas wurde gepatcht. Habe ich eigentlich nicht gespürt, war eigentlich so wie immer. Ich glaube, dieser Trade ist jetzt nicht mehr so OP, aber immer noch. Ich fand den solide, also mir nicht negativ aufgefallen. Frimpong, ich glaube, ich verkaufe Frimpong sogar bei mir. Der ist irgendwie, der ist, also Theo Hernandez ist zehnmal so gut wie der, weil der holt die Leute richtig krass ein, der ist körperlich gut, offensiv ist er gut, der hat alles. Theo Hernandez hat alles, er ist die beste Karte, er kostet auch mittlerweile 1,4 Millionen oder so, ne? 1,2 Millionen, ich habe den damals für 400k geholt, geisteskrank. Frimpong, ich glaube, ich verkaufe ihn sogar. Also, sein Geld nicht wert, 600k. Ich glaube, ich probiere mal da Zambrotta aus oder irgendwas anderes. Van Dijk hat diese Woche wieder gut Tore gemacht. Er hat drei Tore gemacht mit Kopf bei der Ecke. Der einzige Grund, warum er da ist, ist aber gut. Macht seinen Job. Thuram immer noch unangefochten. Der bleibt da. So, dann Hansen. Hansen auch geile RM. Passt. Schnell, dribbelstark, abschlussstark. Macht auch immer Tore. Ist gut. Zidane fand ich auch wieder richtig gut. Zidane kostet 3,6 Millionen. Den finde ich richtig geil. Der kann alles. Der ist auch todesschnell irgendwie. Dann Yaya Touré. Auch meine erste Weekend League mit ihm. Ich habe ihn ja untrade gezogen. Ich wollte ihn ausprobieren. Der hat viele Bälle erobert. Ich finde ihn am Ball irgendwie ganz schön steif. Also ich finde... Er ist so wie Vera eigentlich, bloß schlechter defensiv und ich finde ihn auch schlechter offensiv. Ich weiß nicht warum. Ich dachte, er wäre richtig geil, so wenn man ihn am Ball hat. Aber ich finde den richtig unbeweglich. Vera zum Beispiel ähnlich am Ball so. Ich glaube, ich lasse ihn weiterspielen, weil er halt 1,5 Millionen kostet, untrade und ist schon ein guter ZM so. Passt. Also als defensiverer Sechser finde ich den gut. Dann LM habe ich Ribéry geholt. Ribéry hat
einen stabilen Job gemacht. Du kannst jetzt leider nicht mit dem rumpacen außen. Sein Spiel ist eher, wenn der in der Mitte ist, wenn wir in der Mitte vor dem 16er sind, dass er dann da so irgendwie zum Abschluss kommt mit der 1-Dribbling oder so. Schnell ist er leider nicht. 1,6 Millionen würde ich nicht zahlen für ihn. Dann Cruyff. Wir hatten Cruyff als Leihspieler. Ich fand Cruyff richtig gut, Chat. Ich fand den richtig geil. Hätte ich nicht gedacht. Einziges Manko ist, dass er nicht schnell ist. Weil er hat nicht Raserei und er hat auch nicht die Rakete. Also er kann nicht Sprint boosten. Fetter Minuspunkt. Aber abschlussmäßig, wow. Also was der reingekloppt hat, das hatte ich bis jetzt noch gar nicht bei irgendeinem Spieler. Aber nicht 5 Millionen wert, Bruder. 5,7 Millionen, geisteskrank. Dafür, dass er nicht mehr Sprint boosten kann. Und im Sturm hatten wir Pelé. Ich fand Pelé richtig geil. Ich fand Pelé richtig cool. Also ich behalte ihn auch. 6,3 Millionen. Hat sich gelohnt, mäßig. Noch einigermaßen so. Man muss ja irgendwas spielen. Nächste Woche muss ich halt hier für Cruyff was finden, was ich da spielen lasse. Aber Pelé fand ich richtig geil. Er ist schnell, Sprintboost, R1-Dribbling, Abschluss geil. Auch mit links fand ich, also ich habe viele Tore mit links gemacht, auch muss ich sagen. Sein Weakfoot spürt man nicht. Aber ja, das war das Team. Das war die Bewertung. Frimpong fliegt raus, Ribéry fliegt raus. Cruyff fliegt ja auch raus jetzt nach der WL. So, was dann hier abstoßen. Passt. Ich hatte ihn nur als Leihspieler für diese Runde. Wir gehen auch schon rein. Und zwar fangen wir an mit Team of the Week Pack. Ich erwarte hier gar nichts. Die Stinker-Packs. Stürmer, Griechenland, portugiesische Liga. Geil. Wer ist das? Dieser Breite, oder? Wer ist das? Nee, den meinte ich nicht. Ah, ich meinte Mitroglou. So, weg. Team of the Week Pack, boom. Norwegen. Oh, ist eine Frau? Kein Walkout, schade. Untrade, das ist auch Untrade. Nehmen erstmal 20 mal 82, 7, Doppel, okay. Boom, Doppel Walkout, ist eine Frau, schade. Spanien, maybe? LM. Reiten, okay. Kannst du machen. Und dazu. Ich hab irgendwie das Mbappé-Gefühl gehabt, ne? Ich weiß nicht warum. Okay. Wir nehmen das Tradable Pack. Walkout, schön. Stürmer. Nein! Ich schwöre, er sah so aus! Oh mein Gott, scheiße. Oh mein Gott. Ich schwöre, seine Haare sah aus wie Mbappé von der Umrandung. Mann, Digga, mein Herz. Nein, die lachen mich gerade so aus, die Wichser. Aber die dachten auch kurz. Die dachten auch kurz, Digga. Er hat Special Card. Ach, stimmt. Alter, mein Herz. 20, also 100k-Pack mäßig. Untrade. Nur was Gutes bringt mir was weiter, Bruder. Sonst bringt mir gar nichts. Was ist denn das? LM? Bundesliga? Hä? Ach, Kemalso. Ich dachte gerade, hä? Einer. Alter, das war's. Ich habe nur 4 Spieler von denen noch nicht. Alvarez. Okay. Wir machen Stat Reveal Chat. Da haben wir letztens Jaja gezogen. Monitor aus. Boom. Cam. Big. Pew. Und dann machen wir die Cam so kleiner. Oh, ich habe ihn im Verein gemacht. Nein, ich Idiot. Wie kann man so popeln? Wie können wir das jetzt machen, Chat? Auf Neueste? Ja, aber ich sehe doch dann, wer das ist. So, Transfers. Dann erweiterte Filter. Neueste. Jetzt suche ich. Dann drücke ich R3, oder? Dann mache ich mein Dings zu. So, ich suche. Hat sich nichts angehört, als ob ich irgendwas gesucht habe. Wie suche ich denn? Dreieck? Ah. Jetzt muss ich noch. 1, 2. Okay, da ist er, Chat. Da ist er. 74 Physis haben wir. Sieht nach einem Chappy aus, Chat. Sprungkraft bisschen. Ausdauer stabil. Das ist so ein ZM. Ein schlechter ZM. Ich mach mal so die Cam. Okay, er hat keine Def. Maybe so ein Hazard. 94 Dribbling. Nein. Hazard? Schuss, Pass 91. Das sieht geil aus. Schuss 94. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie peinlich. Wie peinlich. Wie peinlich. Hä? Wo ist der, Digga? Hä? Ist das peinlich, Digga? Ist das peinlich? Alter,
Ich hab gerade so viel Aura verloren. Da, okay. Ich glaub, er ist es. Ich habe keine Ahnung. 86 Physis, 95 Sprungkraft. Sieht nach IV aus. Boah, vielleicht so Yapstam oder sowas. Ausdauer 84, Stärke 83, 92 Aggressivität. Lucio. Hm. Hä? Kopfball 94, das ist ein Angreifer mit vier Köpfen. Klose sowas. Irgendein Stinker. Peter Crouch. Nein. Das ist Peter. Cahill. Boah, den hat Willi auch schon. Der ist geil. Digga, Chat, ihr wisst nicht mein Gefühl gerade. Pelé, Bruder, ich dachte gerade, ich habe keine Ahnung, wen gezogen. Ginola, ich habe so überlegt, was ist die krasse Icon? Was ist der krasse Hero? Hazard, Ginola, ich weiß gar nicht, wen es da noch gibt. Ich dachte, safe, so einer, wie krank. Naja, okay, Leute, das war's mit dem Video. Check gerne Montag das Video von RTG und Pack to Glory ab. Kommen auch nochmal die Weekend League Rewards und Highlights. Ich hoffe, ich krieg das hin zu spielen. 4 bisschen enttäuschend, nächste Woche wird wieder 13-2 angegriffen. Vielleicht sogar 15-0 bei mir und Willi, Kappa. Lasst es wieder ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.